Hallo Leute und willkommen zu eigentlich der vierten Folge von der Minecraft Bodenshow, aber weil ich diese Show hier nicht mehr... Oh, komm schon, was tust du denn? Da drüben wäre doch Wasser gewesen, Mann. Und ich dachte, Pferde werden so schnell. Naja, also ich möchte euch heute mal wieder ein paar Böden zeigen, was ich eigentlich immer in der Minecraft Bodenshow gemacht habe, aber es hört sich so behindert an, Minecraft Bodenshow. Deswegen nenne ich das einfach mal, schöne Böden in Minecraft, oder... Ich lasse mal irgendwas einfallen für die Überschrift von diesem Video, aber naja, also... Hier bin ich gerade, wie es aussieht, bei meinem Snapshot, also... Hier habe ich mein Snapshot-Video gedreht. Von dem Snapshot, an bei dem halt die Kohleblöcke geerdet wurden und die Heuballen. Das Rezept dafür. Ja, aber ist ja jetzt unnötig. Ich will euch hier die 6 Böden von heute zeigen. Einmal der, 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 einmal der. Und das war's. Also danke fürs Zuschauen, Leute, und bis zum nächsten Video. Haut rein. Oh, ihr seid immer noch da. Ja, na, das war das natürlich noch nicht. Ich möchte euch natürlich das noch ein bisschen besser vorstellen oder zeigen. Diese ersten Böden habe alle ich gebaut. Also, es muss jetzt nicht sein, dass ich die zum ersten Mal in Minecraft gebaut habe. Aber... kam mir halt jetzt so in den Kopf und die möchte ich euch zeigen. Ja, das ist hier mein Pegasus. Der hat noch gar keinen Namen. Was für ein Unverschämter hier. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, was ist das denn hier? Pegasus braucht doch Name. Naja, Pegasus fehlen noch die Flügel, aber die bekommt er schon noch. Pega, oh, wir sind voll Gangster jetzt hier. Pegasus und schreiben es groß. Oder schreibt man noch so? Ja, freilich. Ich schreibe es denn sonst? Pegasus. Du kriegst einen Namen. So, Pegasus. So, wer sieht das? Und jetzt noch deine Rüstung wieder oben. Dann sieht man zwar nicht mal, dass du Pegasus bist, aber das soll auch geheim bleiben. Ja. Gut. So, du bleibst jetzt erstmal hier, oder? Hoffe ich doch. Ja. Ich lenke hier ein bisschen vom Thema ab. Ich wollte ja eigentlich euch ein paar Dinge zeigen, das machen wir gleich, aber Pegasus. Der kann sich gerade nicht so anstellen. Da muss ich noch ein bisschen die Manieren beibringen, ne? Mein Kleiner. So, wir fangen an mit einem Redstone Lapis Lazuli Boden. Das hier sind die Redstone-Blöcke, wie man ja unschwer erkennen kann, glaube ich. Und das hier sind die Lapis-Blöcke mit... Die haben beide ja erst früher, vor ein paar Snapshots erst eine neue Textur bekommen und sehen jetzt ziemlich nice aus. Und Kohle und Redstone-Blöcke hatten ja mal die gleiche Textur, dann dachte ich zuerst, dass ich hier... Also zuerst habe ich hier Redstone-Blöcke hin, dann wollte ich eigentlich die mit Kohle mixen, weil ich dachte, dass die noch die gleiche Textur haben, aber haben sie ja nicht mehr. Dann habe ich hier jetzt Lapis-Blöcke, nein, schaut eigentlich auch gut aus. Rot und Blau, ob das so eine gute Kombi ist, weiß ich nicht so genau, aber... Es ist auf jeden Fall nicht schlecht von der Textur her. Ziemlich glatt beide eigentlich. Und ja... Und hier haben wir was noch glatteres bei der Textur, und zwar die Sandsteine. Und Sand ist jetzt nicht so glatt, aber wir könnten ja mal den Sound anmachen, wäre vielleicht... Oh, ist er schon. Wisst ihr, was eigentlich cool wäre? Ich liebe eigentlich diese CDs. Warum haben wir uns nicht mal eine vor rein, ne? Wieso machen wir das nicht? Hören wir die jetzt nicht, oder? Nö. Wieso hab ich das nicht? Hey, Bro. Na komm, können wir jetzt keine CDs hören, oder was? Warte mal kurz. Ja, das ist jetzt ein bisschen peinlich, vielleicht weil ihr die ganze Zeit den Sound gehört habt, aber ich nicht, weil ich hier meine Lautsprecher ein kleines bisschen unten hatte, also eigentlich, um genau zu sein, ganz unten. Und das war ein bisschen peinlich jetzt, weil ihr alles gehört habt und ich nicht. So. Hier nochmal die Musik. Wieso war das wieder auf 19? Das ist echt komisch. Hey, Pegasus, nicht so laut hier. Ich will ein bisschen Musik hören. Also ist perfekt. Es gibt anscheinend immer noch den Bug, wenn man hier verstellt, dass die Musik dann aus ist. Der wurde ja mal gefixt, aber den gibt es jetzt wieder. Naja, also ich will jetzt hier mal nicht so vom Thema ablenken. Das Video wird wahrscheinlich schon wieder am Ende 10 Minuten lang sein. Naja, also es geht da um die Böden, ne? Und ihr liebt es ja sowieso, wenn ich so viel laber und die Videos ein bisschen länger sind. Naja, also trotzdem müssen wir jetzt weitermachen, weil ich hier nicht ewig Zeit habe und jetzt dann Fernsehen gucken muss, ne? Coole Sachen im TV. TV, Alter, was habe ich für Probleme? Oh, ich sollte es schaden. Also, hier haben wir einen Sandstein-Sandboden.
der ziemlich episch aussieht. Seht ihr das? Einfach nur genial. Meine Erfindung. Ja, episch. Naja, nicht meine Erfindung. Ich habe es ja schon gesagt. Ja, und hier ein ganz simpler Dschungelholz und Birkenholz. Dschungel- und Birkenholzbretter-Mischung. Also sieht simpel aus und das ist es auch. Und man sieht ja, sieht eigentlich auch ganz nett aus eigentlich. Kann man auf jeden Fall lassen. Und hier das gleiche, also mit zwei verschiedenen halt Eichenholzbretter und Fichtenholzbretter. Auch ziemlich nice. So, dann haben wir hier etwas bisschen anderes, was ich echt selbst erfunden habe. Also ich habe es nicht irgendwo abgeschaut. Und ich finde es echt geil. Ich bin echt stolz drauf. Schau dir das mal an. Das hier sind ganz normale Eichenholz. Dann sind das hier Eichenholz, also hochgestapelt. Aber es sehen ja alle Schlocks schauen ja von oben gleich aus. Also von der Perspektive. Vogelperspektive kann man sagen. Von da halt, von der Seite. Ja, von oben. Ja, was auch immer das für eine Seite für euch mögen sei. Ja. Habe ich so gemacht. Und dann hier noch diese Fichtenholz. Und passt gut zusammen, deswegen habe ich es gemacht. Und sieht echt schick aus. Muss man schon sagen. Kann man auch so groß machen, wie man will. Und hier mal, ich weiß nicht, wieso mir das in den Kopf geschossen ist, aber ich kam irgendwie... Mir ist irgendwas in den Kopf geschossen, dass es was mit Asiaten zu tun hat. Ich weiß nicht, ob ich gerade völlig bescheuert bin oder ob das wirklich eine Ähnlichkeit hat mit asiatischen Teppichen oder so. Lasst es mich in den Kommentaren wissen, ich bin mir auch nicht sicher. Und ich wollte jetzt gerade mal testen, wie das aussieht, wenn man hier das mit Quarz ändert. Ja. Ist ein bisschen zu glatt, finde ich. Wartet. Komm schon, ein bisschen Zeit muss sein hier. Nee. So fließen mit so einem Holz, nope. Da wollen wir schon lieber den dreckigen, das dreckige Aussehen beibehalten. Weil Wolle ist so ein bisschen fetzig und der Baumstamm auch, sieht man ja. Und ja, von dem her fand ich diese zwei Blöcke ziemlich gut. Also, mir gefällt der Boden jetzt halt wirklich nicht, aber es gibt ja immer wieder andere Gedanken. Und ich wundere mich, was die schwarzen Flecken da darstellen sollen. Für nur die Rinde oder so. Naja, Birkenholz ist ja auch schwarz-weiß. Was laufe ich für den Kacke? Okay, also das war's. Wenn euch irgendeiner oder mehrere von diesen Böden gefallen hat, haben, dann könnt ihr mir ja einen Kommentar da lassen. Was ist das eigentlich? Ach ja, da wurde jetzt 10 Minecraft 10 Millionen Mal verkauft. Deswegen habe ich da so ein Schild gemacht. Habe ich mal ein Video davon gemacht. Irgendwie. Ja. Gut, also das war's. Wenn euch die Böden gefallen haben, oder wenigstens eine oder zwei oder drei oder vier oder fünf, oder vielleicht alle sechs, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich freuen und das nächste Mal gibt es ein sehr außergewöhnliches Design und natürlich noch mehr hier. Kleiner Spoiler mit Eisen. Boah, das ist ja mal ziemlich komisch. Und das wollt ihr wahrscheinlich nicht verpassen. Also haut rein, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Servus.